Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Forest. Und wir starten das hier im Hauptmenü. Ich muss mal eben kurz den Timer starten hier. Falscher Code. Das ist hochprofessionell. So, wir starten das im Hauptmenü, weil wir ein kleines Problem haben. The Forest hat sich nämlich gedacht, ich lösche einfach mal wieder die Welt vom Torben. Und ja, deswegen können wir nochmal von vorne anfangen. Und jetzt starten wir direkt, weil sonst die Zeit hier davon läuft, weil wir 20 Minuten mal wieder haben. Und ja, genau. Das ist echt ein bisschen nervig, weil, ja, keine Ahnung. Das ist einfach nur Bullshit, weil wir einfach nie richtig dazu kommen, mal lange zu überlegen, zu überleben und dann auch wirklich. Letzte Folge saßen wir noch in dem Scheißding oder vor zwei Folgen, weißt du? Und wir können halt gar nicht wirklich dieses Spiel spielen, so richtig. Weil ich weiß auch gar nicht, ob man hier irgendwie das Dorf zurückerobern kann. Keine Ahnung, irgend sowas halt, ne? Na, mein Sohn. Wir sind gleich da, versprochen. Der Pilot sagt, wird eine sanfte Landung. Einige hier so Luftlöcher, aber. Ja, wir sind so gut wie da. Mach dir keine Sorgen, Schatz. So, jetzt landen wir auch gleich. Das erste Rad ist schon auf dem Boden. Und jetzt hat auch das Vorderrad aufgesetzt. Schatz, wo bist du? Schatz. Hey. Und da holt dich direkt auch schon ein Kollege aus dem Krankenhaus ab. Der Notarzt hier vor Ort. Mich lässt er einfach liegen, weil ich sehe ziemlich tot aus. Aber dich versorgen die jetzt schön im Krankenhaus. Die haben da schöne kleine Äxte, die werden immer schön gesäubert. Damit schneiden die einmal den Magen auf, um zu gucken, ob da auch noch alles schön drin ist. Und ja. Nö. Erstmal wieder alles einsacken hier, der Torben. Pedometer ist auch wieder dabei. Bam, bam. Ich würde auch gern, Alter, 37 Grad sind draußen, oha. Ich würde auch gern mal gucken, am Ende, wie viele Schritte wir so haben, aber. Weil zu solchen Sachen kommen wir halt einfach nicht, das ist ein bisschen traurig. Aber wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt, dann schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare. Weil ihr wisst ja, ich lese mir wirklich alle Kommentare durch. Ich meine, so viele kriegen wir auch nicht, dass wir uns die nicht durchlesen könnten. Na. Aber ich meine, von mir aus könnten das ruhig so viele sein, dass wir gar nicht alle lesen könnten. Obwohl ich mich dann wahrscheinlich, oha, ist es dunkel, immer noch dran machen werde und versuche, alle zu lesen. Und auch zu beantworten. Weil ihr seid ja die Wichtigsten hier, ne? Auf dem Kanal. Ich hoffe, das ist euch bewusst. Und deswegen schreibt mir ruhig, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Sachen, die ihr gerne wollt, wenn wir weitermachen, dass ihr irgendwie Einfluss oder sowas habt, ne? Dann bitte schreibt das in die Kommentare, Leute. Wir nehmen echt auf eure. Boah. Wenn ihr sagt, wir wollen jetzt aber Simulatoren oder so einen Scheiß, dann werden wir uns dran setzen, das besprechen und gucken, ob einer von uns dreien Simulatoren macht. So einfach ist das. Nebenbei kann ich euch sagen, Simulatoren sind eh schon geplant, also schreibt es bitte gar nicht erst mit Simulator. Obwohl, doch, wir freuen uns ja darüber. Was ich für ein Scheiß laber, ich kann mich gerade echt nicht entscheiden. Hallo? Gut, jetzt sind wir auch schon mit Steinen und Stöckern wieder voll. Den Vogel kann ich nicht töten. Dann gehen wir direkt hier weiter. Vielleicht sieht man das ein bisschen, dass ich krank bin oder vielleicht, wenn ich meine Nase hochziehe oder so, das müsst ihr bitte entschuldigen. Ich bin krank und versuche noch The Forest aufzunehmen für euch. Weiß nicht, wenn ich nächstes Mal das lieber sein lassen soll, dann sagt mir das. Aber ich versuche es. Ich tue alles. Aber wir sind ja richtig down mit dem Leben hier. Low life. Ich schätze, da unten geht es zum Meer, das sieht so heller da aus. Und so ein bisschen, das lichtet sich hier so. Aber erstmal holen wir uns natürlich noch weiter schönen Koffer hier.
Wir können jetzt ja mal so eine Medizin rein. Oh ne, wer davon haben wir? Nur zwei Stück, ne? Nö, nö, dann nicht. Dann warten wir, bis wir gleich ein schönes Feuerchen haben. Ey Leute, ich glaube, das erinnert mich gerade daran, dass wir hier schon mal gewohnt haben, oder? Ja, Sigi, wir sind hier in unser Leute. Darf ich euch unseren neuen und alten unsere neuen und alten Zuhause. Darf ich euch unser neues und altes Zuhause vorstellen? Hier werde ich wohnen mit euch. Also hier wird zumindest ein Zuhause sein. So, das wird gedreht. Wunderbar. Hallo? Hier kann man in den Felsen reingehen. Boah, voll das Secret, ey. Kann sich vor den Ureinwohnern bestimmt verstecken. So. Nur noch 8 Baumstämme brauchen wir für so ein Ding. Dann bauen wir uns hier vor direkt ein schönes Feuerchen. Ah, dann nehmen wir direkt das hier. Wurde mir oft genug in die Kommentare geschrieben, dass das wesentlich besser ist. 1, 2, 3. Guck mal, hier wachsen sogar ein paar Pflanzen rum. Holen wir uns doch erstmal die Blätter von denen. Ich frag mich, wie die hier dran wachsen, aber... Ich finde schön, dass wir jetzt hier nochmal einen zweiten Versuch wagen an unserem alten Zuhause. Weil ich meine, mich zu erinnern, dass es hier ja uns ganz gut ging, so vom Leben her. Nur halt, wir sind gestorben, weil so ein Baumstamm darunter geflogen ist. Und wir auf den Baumstamm draufgegangen sind und uns jetzt in die Luft katapultiert haben. So war das dann. Can't carry any more rocks. Ja, ist ja kein Ding, wir sind ja direkt zu Hause. 2 Stück brauche ich noch. 1, 2. Ja. Ich hoffe mal, die spawnen immer wieder neu, dann haben wir nämlich auch eine unendliche Steinquelle. Dann holen wir uns direkt hier den schönen Baumstamm. Steht ja sowieso minimal im Weg. Bum, bum, bum. Ich meine mich zu erinnern, dass ich mich hier ziemlich wohl gefühlt habe. Aber da hatte ich ja auch noch Angst vor den Ureinwohnern. Die besitze ich ja jetzt nicht mehr. Diese Angst. Habt ihr den gesehen, Alter, wie er den Baumstamm einfach in der Luft gefangen hat? Also ich denke, jetzt können wir hier wirklich ganz gut wohnen. Was fehlt denn noch? Ach, Stöcker fehlen noch. Ich hab das gar nicht geschnallt. Zack. Ja, ich habe da auch schon so einen kleinen Baum gesehen, wo wir 4 Stöcker herkriegen sollten. Hier. Und der muss sowieso weg, weil wir hier wieder unsere Absperrung bauen, so wie wir sie schon mal hatten. So. Ich wurde schon wieder hochkatapultiert, das hat das hier wohl irgendwie an sich, ne? Und ich weiß nicht, wo mein Lego an ist. Ich habe hier gerade ein Lego angetötet und ich weiß nicht, wo er ist. Da, ist noch einer. Next try! Hier sammeln sich irgendwie so alle Tiere drin in der Kuhle, das ist ganz praktisch. Ich glaube, das habe ich damals auch schon gemocht. Dass ich hier nur vor die Tür gehen muss. Und direkt ein schönes Buffet habe, wollte ich sagen. Gut.
Baumstamm kann auch direkt mitkommen hier. Okay. Ja, hier sind wir jetzt wenigstens mal produktiv. Ich hoffe, hier überleben wir auch mal lange. Also, wir überleben ja, wir würden ja, denke ich mal, überall lange überleben, aber uns wird ja immer die Welt gelöscht. Ziemlich uncool. So. Gut, Baum fällt. Ich höre schon Ureinwohner. Kreis schon wohl wieder irgendwo. Lol, da war ein Leguan. Das hat mich gerade minimal erschreckt. Da. Es rutscht alles hier runter, gut zu wissen. Muss man sich merken. Kreischen bestimmt rum, weil hier Bäume abfallen. So, jetzt machen wir voll den Tricky Trick. Habt ihr gesehen, voll der Tricky Trick. Komm, geh runter. Wieder voll der Tricky Trick. Guck mal, wie sie alle hier runterkommen. Das ist perfekt, ist das. Wieder Tricky Trick. Ja, los, runter mit euch. Boah, ne, ich will hier nicht sterben, ey. Ich nehme die gleich lieber so. Gut. Oh Gott. Einen brauchen wir noch. Du bist der Auserwählte. Du. Richtig. Perfekt. Da haben wir schon mal unseren kleinen Unterschlupf, damit wir speichern können und so. Jetzt braten wir uns direkt darauf auch mal ein Lego an. Und danach, in der Zeit plane ich hier schon mal weiter, was ich vorhabe. Habe vor, hier so ein Ding zu bauen. Wieder. Oh, damit wir immer schöne Heilkräuter haben. So. Weil ich glaube, aus Heilkräutern, die ich noch nicht habe, kann man ja sich Medizin basteln. Das hat eigentlich voll wenig Sinn gemacht, den jetzt hier zuerst zu bauen. Weil wir können ja eh noch nichts anpflanzen. Gut. Egal. Wir haben es schon mal, ne? Kurz hier auf den Timer gucken. Wie lange wir noch haben? Noch 6 Minuten. 6 Minuten Zeit haben wir noch. Gut. Hier haben wir auch. Gut. Können wir schon mal den nächsten Kräutergarten fertig bauen. Boah, wir haben so viel gebaut, haben wir noch nie. In der ersten Folge einer neuen Welt. Das ist perfekt. Aber hier haben wir auch schon alles gewohnt. Hier kennen wir uns schon ein bisschen aus. Wir haben direkt den Platz gefunden, wo wir dann auch wieder hausen wollen. Custom Building. Defense Wall. Hier ist die kürzeste Strecke. Dann so eine Wand mit einer Tür. Und noch so eine Schmucke. Die Fenster. Passt schon, oder? Passt, sehr gut. Ja, dann können wir hier auch direkt den ersten Baumstamm ransetzen. Sind jetzt direkt Marols, dann würde ich sagen. Nein, den. Ach, das ist ein Baum, den ich nicht fällen kann. Okay.
Da hinten ist unser Flugzeug. Wir sind nah am Flugzeug. Ich habe auch wieder die Platine am Flugzeug vergessen, aber ist ja kein Problem. Die können wir uns jetzt immer wiederholen. Mal die Baumstämme rollen alle weiterhin so schön darunter. Ja, die rollen im What? Hab Damage bekommen, weil ich so schnell hier runtergerannt bin. Voll der Witz, ey. Kann ja wohl ein bisschen springen, ist ja kein Problem. Ne, die rollen ein bisschen falsch. Bleib mal hier. So, ich habe gelernt, nicht mehr so schnell hier runterrennen. Jetzt kann ich weiter rennen. So, erste Mal auch schon mal fertig. Weiter geht's. Wir arbeiten hier in einem hervorragenden Tempo, Leute. So schnell ging das noch nie. Weiter. Bam, bam, bam. Noch zwei Bombenstimmen, jetzt schon wieder die nächste Mauer fertig. Da fällen wir mal hier ein. Sollte nach meinen Berechnungen alles wunderbar hier runterfallen. So, den nehmen wir auch noch mit. Ja, okay, der fällt natürlich genau, aber das sollte trotzdem runterrollen, wenn die Physics einigermaßen gut sind. Ja, perfekt. Aber nicht alles, nur zwei sind von dem runtergerollt. Hier liegt noch einer von dem und hier oben habe ich eben auch noch einen gesehen. Genau. Oh, die machen einen guten Abgang nach da unten. Ups. Zack, nächste Mauer fertig. Wir haben gleich schon unsere Absperrung fertig, Leute. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass wir das in der ersten Folge schaffen. Ich glaube ihr auch nicht. Ich hoffe natürlich, dass das bis zum nächsten Mal dann noch gespeichert wurde. So. Das ging doch gut ab. Das bauen wir hier vor. So ein Feuerchen. Brauchen wir nur einen Stock, der hier kurz rum liegt. Zack. Perfekt. Brauchen wir jetzt nicht anzuzünden. Der gibt nur Stöcke, aber steht im Weg. Muss deswegen weg. Der gibt Holzstämme. Damit habe ich nicht gerechnet und ehrlich gesagt kann ich die gerade auch gar nicht verwerten, aber ich weiß auf jeden Fall Bescheid. Das ist jetzt ein Witz, ne? Ah, ich kann ja kriechen. Okay, durch die Tür kommt man nur mit Kriechen, das ist gut zu wissen. Das ist eigentlich perfekt. Weil die Ureinwohner kommen dann da einfach gar nicht durch. Okay, gut. Dann planen wir doch direkt schon mal weiter. Würde ich mal sagen.
bauen wir uns hier unsere nächste Abwehrreihe. Die muss hier doch nicht ganz so krass sein, deswegen habe ich doof angefangen. Oh, die Zeit ist abgelaufen, alles klar. Wir bauen hier eben, wir planen hier eben noch zu Ende. Wenn das in Ordnung ist. Ich denke, da habt ihr nichts gegen. So. Sieht nicht so hübsch aus. Muss es aber auch nicht. Danke. Danke. Und. Nee, die hätte ich gerne so ein bisschen gedreht. Der Vogel kann in der Luft stehen. Der ist ein krasser Typ auf jeden Fall. So, das sollte so reichen. Dann sollten hier echt wenig durchkommen. Hier kann man dann optional so ein Feuerchen anzünden. Damit die dann verrecken. Dann gibt es hier natürlich auch noch überall solche Ausleuchten fürs Lager. Ach, die baue ich hinterher. So, gut. Leute, das war's von der Folge. Ich hoffe. Boah, jetzt hätte ich fast vergessen zu speichern, ey, ohne Spaß. C. Gut, Leute. Das war's von der Folge. Ich gehe nochmal sicherheitshalber pennen und dann nochmal C drücken. So, jetzt soll es gespeichert sein. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat und ihr sagt, oh, der hat echt schon gut gebaut hier in dieser Folge. Okay, das müsst ihr sowieso sagen. Dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ich was verbessern kann, was ich verbessern kann, was ihr sehen wollt. Ich werde echt auf jeden Kommentar antworten, den ihr schreibt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Ciao.